Im Januar und im Februar spielen wir einige Sachen parallel. Einmal spielen wir den Loriot-Abend weiter, der an Silvester Premiere hat. Bello hat das Recht, über Atomstrom zu sprechen. Aber er weiß doch gar nicht, wovon er spricht. Wie ein Politiker. Außerdem spielen wir noch weiterhin über Männer. 4 Vorstellungen. Dann gibt es ein Wochenende mit Liebe und andere Katastrophen. Untertitel: Ja, passen Männer und Frauen denn überhaupt zusammen? Am letzten Februarwochenende, dann startet unser Knaller Machos, Memmen und Mimosen. 4 Männer im Fitnessstudio und eine Trainerin, die sie lang macht. Bleibt die große Frage: Was spielen wir neben dieser tollen Komödie? Einerseits träumen wir schon lange von Novecento, die Legende vom Ozeanpianisten. Ein ganz toller Text, allerdings ein Männersolo. Ob das beim Publikum dann so ankommt? Die Alternative zu Novecento sind 2 Personenstücke für einen Mann und eine Frau, wahrscheinlich für Heinz Koch und Claudia Riese. Der erste Titel: Unerhört intim, eine Komödie in 4 Aufzügen aus dem Brasilianischen. Beim Lesen höchst amüsant. Der andere Titel: Frühstück bei Kellermanns. Das hat so ein bisschen Loriot-Charakter. Da sind die Kinder aus dem Haus und beide, Mann und Frau, haben jetzt erhebliche Probleme. Und wie sie die lösen, wird sehr spannend werden.